Es ist ja so, dass wenn du Großes vollbringen willst, sei es jetzt in der Wissenschaft, in der Kunst, im Sport, es erfordert tatsächlich eine gewisse Askese, eine Hingabe, auch eine gewisse Besessenheit. Sowas entsteht nicht bei einem Sonntagsspaziergang und die Welt ist schön und die Sonne scheint und wir gehen Blumen pflücken und trinken noch ein Glas Wein. Da steckt schon sehr viel Kampf mitunter und sehr viel Leid dahinter und man empfindet als Interpret oft ein sehr enges und nahes Mitleid auch mit diesem Geburtsprozess bei den Komponisten. Aber es hat etwas unglaublich Beglückendes und das ist wunderbar im Laufe der Jahre und mit einer intensiven Beschäftigung mit diesen wunderbaren Stücken und mit auch natürlich weit über die Klaviermusik hinausgehendes von Brahms, die Kammermusik, die symphonische Literatur, natürlich für uns diese beiden Klavierkonzerte. Wenn man den Komponisten immer besser kennenlernt, wird er wie zu einem guten Freund und man denkt, ich verstehe dich, ich verstehe, was du sagen willst.